Hallo meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Let's Play, und zwar Let's Play Ghost Recon Online. Und in diesem Sinne, ne, ich dachte, ich mache das mal etwas dramatischer, ne, weißt ja, wie das ist, ne, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Und ja, Ghost Recon, ein Free-to-Play-Online-Shooter, besser als Blacklight. Hier krepiert man wenigstens nicht so oft. Ja, man hat hier Spezialfähigkeiten, man hat verschiedene Klassen. Und ja, man versucht natürlich zu snacken jetzt hier mit meiner gewissen Fähigkeit, die ich habe. Und hoffe, dass es auch drauf geht irgendwann. Und wir haben tatsächlich abgefuckt. Nice. So. Ja, Ghostfinger, es gibt hier einmal. Oh. Einmal, den Aufklärer, den Scharfschützen. Also Aufklärer ist Scharfschütze, Spezialist ist so ein MG-Typi. Oh, was gibt's denn noch so? Wow. Dann gibt's hier den Stoßtrupp, der wir gerade spielen übrigens. Es gibt auch. Wo ist der Assi? Und ja, hier gibt's den verschiedene Spielmodi. Ich glaube, ich habe mal die Waffe wechseln für diese Welt. Ist die andere Scheiße. Ich habe das jetzt nur nicht im. War ich etwas verplant, leicht. Oh, hier die Pumpgun. Die ist schon mal nicht schlecht. Eigentlich bin ich da relativ gut drin. Da bin ich schon Level 17, damit wir mir nicht ganz so abfällen. Obwohl das mit dem Level recht relativ. Meine Tastatur rebelliert gerade. Hallo. Danke. Ja, super. C schon verloren. Wir sehen, wir müssen gerade. Also. Na, will ich gerade rollen. Mal kurz einen Moment. So. Ach, aber lol. Oh, jetzt geht's wieder. Hallo. Irgendwie peilt das Spiel das gerade nicht, was ich mir von ihm möchte. Lol. Gesnackt. Haha, Juri. Ja, wir sehen, wir sind relativ stark getroffen. Ich habe verschiedenste Waffen von MG bis Gedönser. Aber ich hätte gesagt, wir versuchen mal von der rechten Flanke. Linken Flanke, rechts, genau. Von der rechten linken Flanke zu agieren. Vor allem nicht drauf zu gehen, das so gut safen. Sieht eigentlich relativ sauber aus. Das heißt meist nichts. Das heißt eigentlich meist Arschkarte. Um hier reinzurollen. Ganz episch. Wow. Klein Flachwichser. Hier scheint keiner zu sein. Ich lasse den erstmal kurz hier. Die Lage checken. Puh. Lädt gerade nach. Wenn er erscheint, sollten wir doch schießen. Ich bin. Wow! Mich fast einer erwischt von ganz hinten, den habe ich. Relativ spät. Fuck. Ist das ein Anub, ey? Haha, gesnackt. Und hier sehen wir, die Eliminierung, die. Alter! Ja, wenn man es euch mal zeigen will, also, jetzt sehen wir es. Die Eliminierung, die man hat, die Tode, die Eroberung. Die Verteidigung und hast du nicht gesehen, also wirklich das ganze Paket hier und das ist alles noch frei. Man kann natürlich wie im, ja eigentlich in jedem Free-to-Play-Spiel, wer hätte es gedacht, auch hierfür Geld ausgeben. Also wer etwas Kleingeld zu wenig hat, der könnte doch durchaus hier etwas loswerden davon. In diesem Sinne, ne? Nee, aber wir sollten doch das schon. Man muss sich übrigens nichts kaufen, um mir einfach der übelste. Profi zu sein. Weil da bin ich ja. Hahaha. Ne, also wenn man das eine Weile spielt, dann ist man auch relativ gut drinne. Mit Abschüssen, Eliminierungsjagd etc. pp. Dann dieses ganze Gedöns, was man da hat und bla. Diese Drecksau, ne, ehrlich. Verrückende. Okay, es ist nichts Gutes, wenn ein Tote drin liegt. Kurz gesaved. Es gibt natürlich wie in jedem
In jedem Shooter auch solche Assis sieht da, sie eben oben. Von wo? Das kann doch nicht wahr sein. Boah, war ich schlecht. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's gewusst, dass der. Der kleine Assi von oben kommt. Oh, scheiße, die Uhr läuft. Ach, egal, macht das einen. Wie lange geht denn so ein Match überhaupt? Vor allem gut, dass ich's weiß, ne? Wie gesagt, wir machen erstmal eine Runde, um erstmal zu sehen, ja, was so los, obwohl. Mal schauen, wir werden auch in den nächsten paar Tagen so ein bisschen andere Klassen spielen und in der Hand wird auch was kommen. Aber das dauert eine Weile, weil ich da zu viel vorbereiten muss, beziehungsweise das ist, ich gebe mal Hinweise. Also, machen wir das am besten. Und zwar. Boah, wie geht denn das? Es werden alle Tierarten bejagt, sozusagen. Und es werden aber nur die geschossen, die besonders sind. Wenn ich das so mal. Ach so. Dass man so sagen darf. Die Seite ist eh immer scheiße und der anderen ist noch eh immer imbar eigentlich. Es ist zu ruhig. Ich glaube. Ach ja, und die Spezielle. Jeder hat auch unterschiedliche. Es ist Zeit. Haha, ihr Wichser. Fuck. Das snackt dich natürlich. Kann dich auch einer snacken. Das ist zwar relativ selten. Bei mir ist es natürlich passiert in der Aufnahme, ne? Haha. Wem auch sonst oben steht übrigens. Die Zeit ist mir gerade aufgefallen. Ich habe so relativ lange nicht mehr gespielt. Was man vielleicht auch merkt an meiner grottenschlechten Serie. Aber naja. Ausläuft lagfrei. Hätte ich nicht gedacht. Weil wir Dings haben, gelben Ping und so, und hast du nicht gesehen, dazu noch aufnehmen, weißt du, wie das ist, ne? Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Und ja, ich glaube, ich werde es mal von der anderen Seite probieren. Wenn wir schon mal hier dabei sind, weil. Oh, naja, haha, der rennt mir natürlich rein. Naja, der Blöde, ey. Ja, und das ist eben dieses abgefuckte, die abgefuckte Scheiße hier. Die kriegen immer Zeit dazu, wenn die einen Kommandoposten einnehmen. Praktisch jetzt, wenn die D snacken, dann kriegen die Zeit dazu. Und ich sollte vielleicht mal spawnen. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme, aber naja, jetzt klingelt das Telefon, Alter. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Ach, leck mich doch am Arsch. So bitter in der Aufnahme. Ich mach kurz aus, bis es zu Ende geklingelt hat. Wow, das sind Gegner und so. Ehrlich, ey, das kannst du echt keinem erzählen, da. Psst. Voll erwischt. Komm, guck nochmal rum. Gollum, Alter. Das snackt mir natürlich. Kleine Dreckviecher. Die sind da nämlich. Nein, nein. Ah! Mann, der ist sauber schneller, ey, scheiße. Ha, erwischt. Ich will nur nicht hier aus der Ecke raus. Wir werden dann ganz schön abgefuckt werden. Oder jetzt etwas schneller, auch Mann, ey. Tja, aber wir sind immer ein zweiter. Also, ich war jetzt etwas kurz wortkarg, weil Telefon und so, ey, ehrlich, machst du einmal eine Aufnahme, ein einziges Mal so eine Homo-Scheiße und dann abgefuckt und ich guck erst mal, wer es war. Tja, und es war wichtig, sehe ich gerade. Die Runde sehen wir dann, machen wir anders mal nachher. Jetzt war nur kurz Einblick in diesem Sinne, ne? Rinne die Rinne. Naja, aber ich rufe mal zurück und ja, die Runde machen wir dann irgendwann mal so zu Ende. Ciao.